Hallo und herzlich willkommen auf EVO2K.TV und herzlich willkommen beim Debüt von WW2K23 auf meinem YouTube-Kanal. Das Jahr ist mal wieder vorbei. Das Spiel ist heute erschienen in der Early Access-Version. Also alle, die sich die großen Versionen von WW2K23 gekauft haben, die können das Spiel jetzt spielen. Ich bin einer von den Bekloppten, die mal wieder 119 Euro in die Hand genommen haben, so wie jedes Jahr. Und ja, natürlich wird es wie in den ganzen Jahren davor, auch wenn der Content auf meinem Kanal mittlerweile etwas kleiner geworden ist, jeden Tag eine neue Folge vom Meine Story-Modus geben, den wir hier unten haben. Ich bin sehr gespannt. Im letzten Jahr in 2K22 weiß ich, ich habe dann einfach das ganze Projekt abgebrochen, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat, wegen dem ganzen Submission-System und auch weil mir, es war für mich keine Story, das, was das letztes Jahr war. Es hat einen überhaupt nicht so mitgenommen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was wir hier dieses Jahr erleben dürfen. Auf jeden Fall, jeden Tag 13 eine neue Folge. Es kann sogar sein, dass im heutigen Verlaufe des Tages noch eine weitere Folge kommen wird. Aber da schauen wir mal. Auf jeden Fall verspreche ich euch, es wird wieder feinsten WWE-Content auf meinem Kanal geben. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein, gucken, was uns hier so erwartet. Everyone's rise through WWE is different, but it all starts the same way. Standing backstage in front of a single curtain, the only thing that separates you from the WWE universe and the moment that would change your life forever, your WWE debut. For some, it means stepping in front of a crowd that immediately erupts and chants your name. Guys, it's Bailey! Expectations placed upon you before you even step foot in the ring. For others, it means trying to make the best first impression to those who have no idea who you are. Some will find a clear path to the top, while others may take a few steps back before they figure out how to move forward. Because how you start doesn't always determine how you finish, who you eventually align with, or who you ultimately discover you really are. After that moment, choices you make can send your career different directions and have the potential to change the makeup of the WWE universe forever. But that's getting ahead of things. Everyone's rise through WWE is different. But it all starts the same way. Standing backstage in front of a single curtain. What happens next is up to you. Ja, da sind wir wirklich mal gespannt, ob das dann auch dieses Jahr in unserer Hand liegt. So, ich sehe gerade, dass hier unten etwas nicht gelesen werden kann. Aber das ist schlimm. Ich würde sagen, ich mache jetzt sowieso die Cam aus. Weil, ja, wir müssen erstmal die perfekte Position im Spiel finden. Da gab es nämlich letztes Jahr auch öfters mal einen Hinweis, dass die Cam an einer blöden Stelle ist. Deswegen machen wir die Cam jetzt einfach mal aus. So Leute, und da sehen wir einen Sami Zayn hier direkt im neuen My Rise Modus. Championship has a nice ring to it, if you ask me. All I have to do is defend it tonight, and WWE will have no choice but to give in to popular demand and make the change. I have no idea who I'm facing, but it doesn't matter. I am going to beat whoever it is. And you will never, ever see the Intercontinental Championship again. Wait a second. Is this finally happening? Oha, was passiert da jetzt? Hearing about this person for weeks. Could this be the long-awaited debut? Sind wir jetzt wirklich The Lock? Okay, das sieht aber schon verdammt nice aus. Ach du Scheiß, was hat der denn an? Aber man erkennt Joey Samuels, oder?
jettisoning his title to the Sammy Continental Championship could be changing quickly. Oh my God. We've heard The Rock is a future champion and we might not have to wait long for that to come through. Ich muss schon sagen, also die Präsentation, wie wir da jetzt reingeschmissen werden, ist schon deutlich cooler als in 2K22. Aber seid ihr sicher, das wird bestimmt nicht das Gimmick von ihm bleiben, so wie er da rumtourt mit dieser Kette. Aber ist eigentlich nice. So, sei ich auf jeden Fall sicher. Moveset und alles, ich konnte das jetzt noch nicht einstellen, eben bei der Charaktererstellung. Das wird alles so angepasst. Auf jeden Fall werden wir direkt mal ins Intercontinental Championship Match reingeschmissen. Scheinbar arbeiten wir uns dieses Jahr nicht direkt irgendwie so hoch über den Independent-Bereich, sondern wir sind einfach direkt in der WWE. Sag mal was anderes. So. Ladies and gentlemen, the Locks long-awaited debut is happening right now on Monday Night Raw. And what a way to kick things off as Sami Zayn. So, Kombo-Angriff. Das war, glaube ich, viermal X. Und dann. There's been a lot of talk about how the Locks going to change the game in WWE, but I'll believe it when I see it. Time to see if he's ready to deliver the goods. Ja, Reversal. Drücke Y, um den Spieß gegen Sam. Okay, also wir müssen uns eigentlich was gefallen lassen. Los, hallo. Ja, da ist er. Schweren Angriff gegen Sami Zayn. Oh, war das das mit Moment? Drücke B. Irish Whip. Okay. Okay, brauchen wir gleich A. Er kommt dort. From behind. Back suplex. The champion into the cover. Nee. Wer hätte das gedacht? Also auf jeden Fall das Comeback von Joey Samuels, der eine oder andere wird ihn doch kennen, aus dem vorherigen Teil. Ja, das war's aber nicht. Drücke BMC mit drücken, einen Schip auf die Reise schicken, mit, kannst die Richtung für den Schip in die Ecke bestimmen, während du B gedrückt. Drücke B und drücke A. Ah, okay, okay. Mal hoch, mein Freund. Erstmal wieder mich an die Steuerung hier gewöhnen. Haben wir. So, und jetzt? Gegner zaubern das ja so. Zeige es denn mit dem Finisher, was Lock bedeutet. Boom! It's okay, they weren't that pretty anyway. Oh, the Lock gets caught with a counter. What's he about to do? Mist, aber zu langsam. Oh, das Moveset wieder anpassen, gar keinen Bock drauf. Das wäre doch mal ein freshes Feature, wenn man einfach mal so gewisse Dinge aus dem vorherigen Teil. Geht mein Finisher? Okay. Das war jetzt der Signature. So, da haben wir uns bei End of Days eingestellt. Das reicht doch noch niemals, oder? Also wäre auf jeden Fall mal ein cooles Feature, wenn wir alte Movesets importieren lassen können. So, da ist der Sieg des Intercontinental Champion. The Lock. Not many superstars can say they captured championship gold their first night on the job. We heard so much about this superstar, how he was the next big thing, a future world champion, and so far I have every reason to believe those are true statements. I'm just glad we won't have to see the Sammy Continental Championship. Me too, Byron. I think we all owe the Lock a thank you for that. Hold up, Sammy Zayn. Ay. So, schließen wir ihn jetzt da in diesen Tresor ein, oder was? Das ist schon wild.
Du bist ein Prophet, oder? Welcome to the Uso Penitentiary. So, noch einen Pin eingeben. Ja, natürlich! Alles klar. Ich bin nicht The Rock, ich bin The Lock. Fünf Stunden vorher. Also bis jetzt wirkt es ja wirklich ein bisschen, sonst hätten sie sich mal ein paar Gedanken gemacht, hier wieder bei dem Story-Modus. There he is. Oh Gott, HBK. Ready for your big Raw debut tonight? Yeah, can't wait to get out there. Good. We can't wait either. This has been a long time coming, and you've earned it. Thanks. Hey, what's up with the camera? She's been following me around since I got here. Yeah, WWE exclusive. Talent relations didn't tell you? It's for this documentary thing they're shooting on you. Sorry, I'm terrible with names. It's Kat, right? Yep, Kat with a K. K-A-T. Sorry I didn't introduce myself earlier, but when I'm shooting these, I gotta be a fly on a wall. You're going to be seeing a lot of Kat over the next year. Gotta document the rise of the next big thing. The future world champion. The Lock. Ich sag's so, es klingt so wie The Rock. Sorry. Fly on a wall. I've been meaning to talk to you about that whole The Lock thing, by the way. Can I just use the name I've used my entire career? I mean, that's how the rest of the world knows me. Yeah, but that's not how the WWE Universe knows you. We can't assume they've seen any of your matches before this. I think a lot of people have. Isn't that how WWE found me? Look, this is typical for superstars who come up outside the system. WWE likes to put their spin on things, and 99% of the time, it's a huge improvement. Okay, but doesn't the name sound too much like The Rock? Yeah, man. It sort of does. Do you mind? Think of this as a new and improved version of yourself. We have a proven track record with this sort of thing. Weil jetzt wo fällt mir gerade ein hinten auf der Hose, wo sogar The Lock draufsteht. The Rock hat auch seine Hose in The Rock. No, corporate requires me to say and do a lot of things, but that's not one of them. I don't know. It feels restrictive. I just want to be myself. I hear you. Kreative Kontrolle auf jeden but Fall. But it's not just a nickname. The entire WWE machine is behind this. We have a huge entrance planned with Pyro, a championship opportunity, new gear. They're shooting this whole documentary about you. And we got this for you too. Get it? A lock? Is that left over from John Cena's chain gang days? Maybe. Alter. But things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I gotta run. But I promise, this is gonna be fine. Just trust the process, and it'll all work out. Because remember, you're the Lock. Wofür habe ich eben mein Charakter-Outfit so lange erstellt, wenn ich jetzt was vorgegeben habe? We good here, or? Yep, got what I needed. That's a cut. Ooh. Bro, The Lock knew he had it. So. Week two on Raw. Let's see what they have in store for me. Can't be any crazier than last week, right? Auf jeden Fall hat er jede Woche das gleiche Hemd an. Didn't get the chance to say hi last week. That was a hell of a debut. Thanks, Gabriel. Yeah. Call me Gabe. Gabe, excuse me, nämlich Gabe. Gabe, can you turn to camera and introduce yourself? Seriously? I've been in WWE for 10 years. I think whoever's watching will know who I am.
We probably won't use this, but just in case. Fine. I'm Gabriel Slade. 3-time U.S. champion, 2-time intercontinental champ, multi-time tag champion, and all-around good guy. Does that work? Thanks. Anyway, just wanted to welcome you to WWE. I know it can be hard sometimes for people to get acclimated here. It's going okay so far, but yeah, it's a bit of an adjustment since I didn't come up through the Performance Center, or even work the U.S. scene much before this. Okay. Well, let me give you some quick tips to fit in. Make sure you fist bump and or shake everyone's hand every time you see them. Be willing to give up your first class seat if there are veterans and coach. And never sneeze around the big boss. Never. Well, I don't want to overwhelm you, but if you ever need any help or advice, I got your back. I think I'm good, but thanks. All right. Later, Locke. Call me champ. Okay, champ. Okay. That was a good dry run. Now, let's do another take without the interruption. Also, bis jetzt bin ich ganz gut unterhalten von den ersten Minuten. Jeez, no wonder that guy has never really made it. I'm too friendly. I think we got it. I need to go get changed. Der Titel. Sami Zayn behielt seinen ersten Tag und führt 65 Tage. Wie lange wird The Lock es schaffen? Wie könnte man Deacon Batista oder Rocky Maivia vergessen? Deacon Batista. Ah, Rocky Maivia war aber auch Legende, oder? Alter, ey, 26 Jahre her oder 27 Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. 26 aber mindestens. Weil da kam nämlich damals der große Bret Hart-Turn, wo er ein Match gegen Rocky Balboa hatte. Und noch. Oh, es geht weiter. Story abgelöst. Er ist wie ein Schloss Upgrade-Punkte plus 3. Jawoll. Oha, Sami Zayn einfach mit der Halskrause. So, dann willkommen im Menü, meine Freunde, meine lieben Zuschauer. Das ist der Mein Story Hub. Hier kannst du neue Möglichkeiten entdecken, indem du mit Leuten in diesem Hub sprichst oder auf Posts und Direktnachrichten in deinem Social Media Feed antwortest. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt so von diesen Background Stories, dass da zumindest ein bisschen was erzählt wird, dass das nicht dieses Stumpfe ist wie letztes Jahr. Neben den Superstars im Hub kannst du, befindet sich ein Symbol. Die Symbole zeigen an, ob dich ein Gespräch mit ihnen, eine Pflichtstory, eine optionale Story oder ein Herausforderungsmatch führt. Okay. Wenn du die Hauptfahrtstory schnell durchspielen willst, musst du dich nur auf die Pflichtstories konzentrieren. Wir empfehlen dir aber, alle Storytypen zu spielen, da sie neue Wege und Belohnungen freischalten, die du sonst nicht erhalten würdest. Wenn du bereit bist, mit der Hauptstory weiterzumachen, betritt einfach ein verfügbares Storyportal. Aber Achtung, sobald du ein Storyportal betrittst, kannst du nicht mehr zurückgehen und optionale Storys oder Herausforderungsmatches spielen, die du verpasst hast. Cool. So, Sami Zayn haben wir da. Also eine Sache, die ich schon mal sagen möchte, die erste Folge heute wird so ungefähr, denke ich, eine halbe Stunde gehen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich so ungefähr bei, so 20 Minuten einpendeln, weil ich will da auch mal so ein bisschen, ist glaube ich eine angenehmere Zeit, um Videos zu schauen. Diese halben Stunden Videos sind halt immer etwas sehr viel. So, Cori Klein, ach Gott, man kennt sie von letztem Jahr. Miley Fanny Fan. Oha, da hinten hängt die Robe von Cody. Guckt mal da hinten. So, Gabriel Slade. Was haben wir beim Optionsmenü? Erstmal ein paar Upgrade-Punkte hier investieren, oder? Ja, gucken wir, was gibt's hier erstmal. Moment, hier Attributs-Upgrades. Geil. Ja, bla bla, wer kennt's nicht. So, ich würde sagen, Widerstand pushen wir auf jeden Fall mal ein bisschen. Ja, moin, ey, wir sind einfach schon bei einer 76. So, Verteidigung ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja, Aufgabe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir Aufgabe muss haben. Schlagen. Greifen. Ach so, stimmt. Wir haben ja, weil ich ja diese, keine Ahnung, diese ganz große, ich weiß nicht mal, wie die heißt, da diese 120-Euro-Edition habe, haben wir jetzt generell schon 200 Attributspunkte bekommen. Jo, moin, haben wir schon, jetzt haben wir 204 Aufgabe, lassen wir erstmal raus. Schlagen, ich bin ja eher so ein Prügler. So, sind wir schon mal bei der 85. Ich glaube, das ist relativ stabil, oder? Details, Details. Sehr schön.
So, Optionen. So, stellen wir erstmal die Schwierigkeit höher. Gucken erstmal schwer. Und Blut stellen wir ein. Storyfortschritt. Da will ich jetzt eigentlich noch nicht so reingucken. So, Social Media. Was haben wir denn da? So, ich werde das jetzt alles mal, das Moveset, alles heute so lassen, hier in der Folge. Ich werde das dann für die nächsten dann alles ein bisschen anpassen. Dass ich zumindest wieder so ungefähr mein altes Moveset habe aus dem Vorgängerteil. Social Media, mit die Möglichkeit, in dem du jetzt einzutauchen. In deinem Social Media Feed siehst du neue Posts, in deinem Posteingang findest du Direktnachrichten. Du kannst deinen Feed und deine DMs auch danach filtern, welche Posts und DMs direkt zu Stories führen. Manche sind nämlich einfach nur Kommentare zu deinen Superstars und Stories, andere führen direkt zu einer neuen Story. Neben manchen Social Media Posts und DMs siehst du dieselben Pflichtoptional- und Storyportal-Symbole wie bei Superstars im Hub. Sieh dir den Hub und deinen Social Media Feed immer genau an, um alle Stories zu finden, die du spielen musst, um den Hauptpfad deiner Story voranzutreiben. Ja, moin! Da ist ja einiges. Posteingang. So, was haben wir denn? Erstmal hier. Real Tavish WCW. Was haben wir denn? Intercontinental Champion. Keine Ahnung, was der ganze Lockquatsch soll, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Danke, Tavish. Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist es nur vorübergehend. Bin stolz auf dich. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hast du zwischen den Auftritten hier für 10 Mäuse auf meiner Couch geschlafen. Du hast es weit gebracht. So, HBK. Ich habe doch gesagt, dass alles klappt, wenn du nur etwas Vertrauen hast. Oder schreibt aber lang, der Lok. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, aber was die ganze Lok-Sache angeht, bin ich mir noch nicht sicher. Wie wäre es, wenn ab jetzt wenigstens meinen eigenen Einzug machen darf? Das geht klar. Es laufen gerade sowieso einige juristische Vorgänge zum Thema sicherer Einzug. Du wirst bestimmt bald davon hören. Cool, ich habe beschlossen, bei Joey Samuels anstelle von Lok zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du oder sonst jemand im Büro das gemerkt hat. Ja, es ist uns aufgefallen. Oh, kam wohl nicht so gut an. Okay, Social Media Feed. Alter, was haben wir denn hier alles? Fangen wir mal unten an, oder? In meinem WWE-Fernsehdebüt habe ich folgende Dinge verloren. Mein Name, mein Gimmick, mein Einzug, mein Einzugssong, mein Finisher und meine WCW Cruiserweight Championship. Und das alles in einer Nacht. Wenn ich das überlebt habe, mache ich mir um Joey Samuels keine Sorgen. Chosen. Ich bin froh, dass ich nicht zur WWE gegangen bin und wie The Lock aus einem Tresor herausgekommen, wie The Rock aus einem Tresor herauskommen muss. Ich denke, ich werde stattdessen weiter in Social Media und Wrestling im Rest der Welt dominieren. Okay. Wollen wir wetten, dass wir den irgendwann auch sehen werden? HBK, als VP der Talententwicklung muss ich eigentlich unparteiisch sein, aber The Lock ist der Hammer. Reed Havish, stolz auf The Lock, ich wusste, er hat das Zeug dazu. John Cena, da hat sich wohl jemand durch die WWE-Archive gegraben und meine alte Kette gefunden, Chain Gang. Kevin Owens, ich dachte, Legenden die Gimmicks zu klauen, wäre meine Sache, The Lock. It's Bailey. Niemand in der WWE ist vor The Lock sicher. Sorry, Sami Zayn, ich konnte nicht widerstehen. WWE, The Lock hat sich in seinem riesigen Debüt die Intercontinental Championship gesichert. Mark for Life, nach dem Intercontinental Titelgewinn gegen Sami Zayn, muss ich meinen Namen vielleicht in Lock for Life abändern. Okay. Ich habe The Lock auf der ganzen Welt antreten gesehen. Ich kann es nicht fassen, dass er jetzt bei der WWE ist. Joa. So ist das im Leben, ne? So, Story-Fortschritt. Okay, es kommt wohl was mit Drew McIntyre. Aber hier sieht man auf jeden Fall, joa. Ich will da jetzt nicht zu viel gucken. Ich will mich nicht zu viel spoilern lassen. So. Gabriel Slade. Komm, wir gehen direkt mal in die Hauptstory weiter, oder? Wow, look who it is. Sammy, what happened to your neck? Don't get cute with me. You know exactly what happened. I had no idea who I was facing, and as a result, I lost, suffering emotional and physical damages after you assaulted me with that safe. Ach, hey. I am going to sue you for everything you're worth. I'd rather take you on in the ring than in the courtroom. But it doesn't look like you're in any condition to do that. No, I'm not. Thanks to you and your shenanigans. But maybe we can work something out. I won't sue under the following conditions. First, when I'm ready, I get a rematch for my title.
And second, you no longer use the safe as part of your entrance, as it will cause further emotional distress, putting me at an unfair disadvantage. Er will den safe doch sowieso nicht. I actually already told management I was done with the safe. Anyway, just let me know when you're ready to lose to me again. I will, but it won't be a loss for me. And in the meantime, I have one other condition to prevent legal action. First, you must face my hand-picked opponent, so I can rest up and do some extra scouting. Na klar. Sure. Who do you want me to go up against? Oh, you'll find out in the ring. Not a great feeling when you don't know who you're facing, is it? Good luck. Das ist die Story-Bestätigungsanzeige. Hier findest du wichtige Informationen zur Story, wie zum Beispiel die Belohnung, die du am Ende bekommen kannst. Über diese Anzeige kannst du jederzeit eine Story bestätigen oder abbrechen. Wenn du bestätigst, bist du an eine Story gebunden und kannst keine anderen Stories annehmen, bis du die aktuelle abgeschlossen hast. Wenn du dich weiter umsehen oder dein Wesen personalisieren möchtest, kannst du die Story einfach ablehnen und später fortsetzen, falls du in der Zwischenzeit kein Story-Portal passiert hast. Okay. Ja, machen wir, ne? Wir wollen ja die Halskrause haben von Sami Zayn. The Lock ist erst der zweite Superstar, der die Intercontinental bei seinem Video gewinnen konnte. Kann er seinen enormen Schwung behalten? War der erste nicht Santino Marella? Glaube schon, oder? So, jetzt sind wir in der Raw Arena wieder. Alter, ey, diese Stage. So. Okay, wir haben gerade keine Musik. Das liegt daran, weil ich die Musik irgendwie deaktiviert habe. Weil ich dachte, das ist die Hauptmenü-Musik. Aber, wie gesagt, ich gucke ja sowieso so in Sachen Einzug und Musik dann fürs nächste Mal, was wir da so machen können. Dass wir dann in der nächsten Folge das alles angepasst haben. Wie gesagt, ich muss das alles erstmal hier wieder verstehen mit der Technik und so. Ich habe da jetzt im Vorfeld keine Probeaufnahme gemacht, weil ich einfach zocken wollte. Natürlich ist er ready to drive. The Lock. Ach du Scheiße, was ein Einzug. Das überspringen wir mal, weil das ist halt was man dieser Vorauswahl, ihr kennt das bestimmt, man hat so vier Sachen zur Auswahl, was ich da eingegeben habe. So, und der Gegner. Ach hey, okay, das sieht mir schon nice aus. Und Sami Zayn als Manager, Rich Holland. Representing the Brawling Brutes from the United Kingdom. Weighing in at 253 pounds. Rich Holland! Weiß nicht warum, aber ich finde die Mütze sieht irgendwie voll fresh aus. Genau, einfach mal mit der Keule da drauf gehauen. Also ab der nächsten Folge haben wir auch wieder Einzugsmusik. Ich sag's euch, eigentlich ist das ein Schokoriegel. Alles Schokolade. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Match rein. After his spectacular debut, the Intercontinental Champion will look to keep his momentum going tonight against Sami Zayn. Ich muss unbedingt das Moveset anpassen dann für die nächste Folge. Looks like Rich Holland has company though. Sami Zayn is. Das wird lange dauern, ich sag's euch, wie es ist. Rehab his neck at ringside. Buckle up, folks. The Lock's title might not be up for grabs, but his reputation would certainly take a hit if he takes a step backwards here tonight. Not the prettiest thing you'll ever see, but it sure looks effective from here. Put into the corner now. War ich zu langsam? Der Rich ist hier doch am Dominieren aktuell. All the way down. Getting the upper hand by taking away your opponents. Aber ich konnte. Ach Junge, du bist ja wohl noch nicht K.O. Geh weg, Sami Zayn. Wieso klappt das Konter denn nicht? Oder bin ich zu dumm dafür?
was only thinking about dominance. Goes under the ropes to get back inside. Whoa. Big forearm. Oh, did you hear that? Brutal knee right to the face. Ooh, double axe handle. Oh, dieses Outfit macht mich echt fertig. Ich weiß noch, es gab mal ein WWE-Spiel, da ist man als Huhn angetreten. Das müsste PlayStation 2 damals gewesen sein. Ich weiß nicht welches. Da hieß es auf jeden Fall, glaube ich, noch SmackDown vs. Raw oder so. Ach, scheiße, Alter. Junge, du hast mich doch gar nicht getroffen. Aha. Ich hab wieder verkackt. Wieder verfettfingert. Komm, wir machen die sofort Wiederholung. Ah, Wiederholung, genau. Erholung. Jetzt hüpfen wir noch über den. Die hat's hier richtig gebracht. Weg! Ach komm, schade. Ein kleiner Viertel hat gefehlt. So, und jetzt? Oh, Sami Zayn. Disqualifikation, ja. Oh, natürlich. Er hat keine Halskrause. Er ist The Brain. Manchmal halt so, es ist so random, warum Sami Zayn mit dem in diesem Match drin ist. Hättest du jeden anderen nehmen können wieder. Das sind bestimmt auch alles so WWE-Vertragsdetails. Wenn du dann bei uns unterschreibst, du bist dann im neuen Spiel vertreten. Was passiert jetzt? Oh, The Lock ist da. What the heck is their plan? Belly to belly suplex on the unforgiving stage. Now what are they gonna do? Is Sami Zayn? Ja, alles klar. Over on top of the lock. Those things weigh like 1,000 pounds. This is way worse than what the lock did to Sammy. Our Intercontinental Champion is gonna be seriously. Also auf einmal wiegt's jetzt so viel und wir konnten das vorhin einfach wie so Papier auf den rüberwerfen. Oha! Garfield Slade. Ehrenmann. Oh, no idea if these two are friends. Maybe Slade just didn't want to see someone get squashed. Well, Locke certainly looks frustrated with himself. Er will keine Hilfe, er hat The Lock. Maybe all of the above. He should just be happy he's walking out of here on his own two feet and not getting peeled off the stage. Tja, Gabriel. Da guckst du aber. So, wie hat es sich angefühlt, als dein Leben an deinen Augen vorbeigezogen ist, Joey Samuels? Vermutlich nicht so toll, vor allem, weil dein Leben im Gegensatz zu meinem Armin wertlos war. Schön, dass es dir besser geht, Sami Zayn, aber du und dein Handlanger hättet mich ausschalten sollen, als ihr die Chance dazu hattet. Jetzt werdet ihr dafür büßen. Nun, Leute, dann würde ich sagen, halbe Stunde Aufnahme ist damit vorbei. Wir machen an dieser Stelle dann den Break. Wie es dann weitergeht, seht ihr wahrscheinlich dann noch heute Abend. Denn ich werde heute auf jeden Fall noch eine zweite Folge hochladen. Ansonsten immer um 13 Uhr eine neue Folge, weil ich bin ja auch im Hype. Und da will ich euch auch ein bisschen mit Content versorgen, weil ich mir vorstellen kann, dass euch das natürlich auch interessiert. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen dafür, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe natürlich, ihr lasst dem Video eine positive Bewertung da. Ihr lasst meinem Kanal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Kommt gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Link dazu alles unter der Videobeschreibung. In diesem Sinne, schaut gerne heute Abend dann wieder rein. Ich weiß noch keine genaue Uhrzeit, vielleicht so 18, 19 Uhr, wenn die neue Folge kommt. Und ansonsten, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Ein Abo dalassen, wenn ihr es weiter verpassen wollt. Ich bin an dieser Stelle raus. Wünsche euch dann allen noch eine schöne Zeit. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.